Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, heute haben wir zwei Sachen auf der Liste. Schritt 1 ist mal die Werkzeuge endlich upgraden. Dazu brauchen wir auf jeden Fall nicht den Magma-Tegel, sondern den hier. Okay. Wo ist mein Schlüssel? Der Technik, ne? Yes. Du kommst natürlich kommst du hierher. So, wir wollen Obsidian herstellen, weil die Waffen stoßen jetzt schon langsam an ihre Grenzen, also beziehungsweise die Werkzeuge, und jetzt brauchen wir einfach mal ein bisschen was Besseres. So, machen wir es mal. Oh, nein, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. So, gut, dann hätten wir mal das. Und dann steht als zweites auf der Liste, steht unsere Mobfarm. Die habe ich jetzt schon so weit vorbereitet, dass wir die heute in Betrieb nehmen können. Oh, hallo. Coole Rüstung. Schwert wäre auch mal interessant. Nein, Kübel. Na super. Na gut, haben wir nur noch zwei Kübeln. Ich glaube, zwei Obsidian sollte aber eigentlich reichen. Das sollte ich auch endlich mal umsetzen. Habe ich die Türen zugemacht? Nein. So. Einmal und zweimal. Weil im Prinzip brauche ich ja nur den Kopf umändern. Schauen wir mal, wie viel der braucht. So, schalten wir die mal aus. Hier habe ich noch einen zweiten Gusttisch hingebaut, dass das ein bisschen schneller geht, wenn ich mehrere Sachen habe, weil ich habe vom Quarry dann einiges rübergeholt. Und oh, ich glaube, da hole ich nochmal einen Schwung Lava und wir sehen uns gleich wieder. So, habe ganz vergessen, dass wir hier eigentlich zwei Tanks dran haben. Hier, der andere ist eh noch voll. Jetzt haben wir nochmal zwei im Notfall. Falls sich das mit einem oder beziehungsweise mit zwei nicht ausgeht. So, eins haben wir schon. Spitzhackenkopf. Bitte. Okay. Perfekt. Jetzt haben wir noch was über. Es ist die Frage. Machen wir den Griff? Machen wir die Schaufel auch aus Obsidian? So, jetzt. Ups. Jetzt haben wir dann nochmal zwei. Mal gucken, vielleicht graden wir noch was ab. Wir könnten... Und Ruhe, Entschuldigung. So. Die Crafting Station steht immer noch draußen. Die holen wir jetzt hinein, weil sonst renne ich da ewig. So. Tür zu. Die Türen bleiben eh nicht, da kommen dann andere her. Das war das einzige Holz, das ich hatte. Hier muss ich mir auch noch was überlegen, weil das möchte ich auf jeden Fall nicht so lassen. Vielleicht mache ich mir nochmal die Mühe und versetze das alles nach hinten. Aber ja, da schauen wir dann noch. Zack, zack. Perfekt. Obsidian-Level. Jetzt können wir auch den Zertus-Quarz abbauen. Das müssen wir vorher noch reparieren. Dann können wir die auch upgraden. Dann können wir die Axt auch gleich machen. Und jetzt werden wir uns dann irgendwann, wenn ich da das nochmal umgebaut habe, wahrscheinlich werde ich es nochmal umbauen, wenn wir die auch upgraden. Und wenn wir dann einen Hammer und so mal was herstellen. So, jetzt können wir noch zwei Griffe herstellen, ne? Ja. Zack, zack. Gut, jetzt sind wir wenigstens da mal schon mal auf einem höheren Level, das passt. So, graden wir unsere Axt noch ab. So, die müssen wir vorher reparieren. Eisen. Na, die Axt. Ich weiß gar nicht. Na, die Axt möchte ich eigentlich nicht mit Durability. Die ist eigentlich wurscht, weil da haben wir dann relativ schnell die Baumfarm. Ah, ich weiß gar nicht. Wie viel bringt denn das? Abbau XP, das steckt ihr bald wieder auf. Haltbarkeit 56. Oh, die wird schwächer durch Obsidian.
Wird irgendwas besser? Effektive Haltbarkeit 141, 93. Abbaugeschwindigkeit 21,5. Okay, das ist eh Blödsinn. Packen wir das nochmal rein. Lass mal so, wie es ist. Obsidian ist nicht immer das Beste. Wo ist meine Spitzhacke? Ah ja, da drin. So. Lass mal das mal so. Die ist jetzt eh schon bald am Maximum. Gut, jetzt hätten wir mal das fertig. Jetzt brauchen wir noch ein paar Sachen von Mine Factory Reloaded. Und zwar Förderbänder. Gummi, Redstone und Eisen. Haben wir ja alles da. So, Gummi, Redstone. Wo haben wir jetzt das Gummi hingepackt? Gummi. Okay. Wo ist denn das? Bin ich blind? Habe ich sonst noch wo Kisten? Ah, hier habe ich es, glaube ich, rein. Nö, hier. Haha, hier versteckt es sich also. So, dale. Wie viel werden wir denn brauchen? 16. Ja, schon so 32. Sicher. Gut, dann haben wir mal, wo haben wir denn Technik noch? Dann haben wir hier. Was verwenden wir denn für Strom? Wir werden hier fast einstweil uns von drüben einen Lava-Generator holen und werden den da weiter herübersetzen. So, da habe ich auch nochmal gleich die Lava nochmal mitgenommen, von unten nochmal einen Tank voll gemacht und mir ist eingefallen, wir brauchen noch hier diesen verdunkelten Vorhang und den werden wir jetzt zu Dunkelglas machen. Zack. Oder auch nicht. Ah, wir brauchen vorher noch das verdichtete Glas, genau. Da brauchen wir sandiges Glas und da brauchen wir einfach Sand und Glas. Das ist jetzt mal nicht so schwierig. Dann nehmen wir mal, ja, machen wir mal 12. So, du machst jetzt mal kurz Pause, weil hier wird, okay, wir haben nichts mehr. So, jetzt kommen wir hier wieder nicht an unsere, ach Gott. Strom wird langsam echt ein Thema. Nö. Warum dir die Kohle schenken? Pass mal auf die auf. Da braucht er eh ewig, bis er die durch hat. So, da hast du mal das. Können wir den dabei wieder daherstellen? Der braucht eigentlich keinen Strom. Warum stell ich den denn daher? Stell ich doch da. Perfekt. So, jetzt lassen wir dann noch schnell das Sand durchlaufen. Brauchen wir in der Zwischenzeit noch was? Nein, das können wir im Prinzip nachher auch noch fertigstellen. Das brauchen wir alles nicht mehr. So, zurück in die Kiste, mal ein bisschen aufräumen. Genau, dann brauchen wir noch die Kabel mit, ein paar Flüssigkeitsleitungen und das war's, glaube ich, schon mal. Eine Kiste, wie viel Eisen haben wir am Start? Ich habe genug haben wir. So. Da. Dann stellen wir uns da gleich eine Eisenkiste her. Dass wir da ein bisschen mehr drin speichern können. So, und jetzt gehen wir mal in unsere Mobfarm rüber. Das ist jetzt mal ein kleiner Teil. Wir fangen jetzt mal an. Ja, so sieht's dabei aus. Hier kommt dann nachher das Glas rein, das heißt, hier können wir dann schön runter gucken. Vielleicht bauen wir das um 1 vor oder baue ich hier nochmal eine Reihe mit das Glas ein. Hier ist dann der Technikbereich unten, da stehen dann zwei Mahlwerke oder Grinder, besser gesagt. Und die liefern uns hier dann unsere Items. Gut. Wie gesagt, dabei verwenden wir noch die normale Magmatik. Oh cool, eigentlich Lava-Generator. Da werden wir da oben auch noch dabei. Oh. Und weil wir haben ja noch keine Ender IO. Was braucht man denn für die? Brauchen wir irgendwas mit Ender, ne? Flüssigkeitsleitung, Itemleitung, genau, da brauchen wir das. Haben wir nicht? Aber keine 3. Obwohl wir brauchen Nuggets. Haben wir nicht irgendwo eine Enderperle?
Bilde ich mir nicht ein, dass ich hier irgendwo eine Enderperle habe? Habe ich nicht irgend schon? Habe ich nicht irgendwo? Ne, das war glaube ich nur Einbildung. Das war im anderen Projekt wahrscheinlich. Naja, vielleicht haben wir ja dann die ein oder andere Enderperle. Dann können wir das relativ schnell wieder umbauen. Dabei lassen wir es jetzt mal so. Dass uns jeder nicht halt dauernd wer abschießt. Aber das ist jetzt mal relativ egal, glaube ich. Das lassen wir jetzt einfach mal so. So, jetzt brauchen wir Strom. Kriegt er von hier. Dann brauchen wir Flüssigkeit. Die könnte man eigentlich... Nein, hier wollte ich eigentlich nicht den Strom, weil hier wollte ich die Kiste hier haben. Dass er das gleich hinten rausschmeißt. Hier bekommt er den Strom, könnte man eigentlich... Dann haben wir weniger Probleme. Hier den Strom und hier gleich die Flüssigkeit weiter. Ja, genau. So. Dann können wir hier deaktivieren, weil hier brauchen wir nichts. Hier noch einmal heraus. Hier können wir es auch deaktivieren. Und einmal nach oben. Da machen wir jetzt nochmal einen kleinen Tank, weil da kriegen wir ja XP raus. Also Essenz besser gesagt. Mit dem wir dann andere schöne Sachen machen können. Das speichern wir dabei zwischen. Gut, der kriegt jetzt noch von oben Lava. Und dass wir da ein bisschen mehr Lava drin haben, bauen wir davor noch nochmal einen Tank. Ich habe einen zweiten, genau. Stellen wir auch auf Output. Und jetzt hätte ich da oben noch gerne einen Schalter. Bringen wir das zusammen. Ja. Bringen wir zusammen. Gut. Der Grinder verbraucht jetzt Energie, ne? Der arbeitet, genau. Jetzt arbeitet er nicht mehr. Passt. Gut, weil als erster müssen wir die ganze Mobfarm natürlich noch aktivieren und noch die Förderbänder setzen. Mit dem könnte man anfangen. Das wird noch alles ausgebaut, nur ich brauche jetzt, wie gesagt, mal Enderperlen und so weiter. Deswegen bauen wir hier dabei schon mal eine kleine Mobfarm. Schaut jetzt nur so auf, hoffentlich, dass der läuft. Weil ich werde das dann nachher auf jeden Fall dann nach hinten auch noch weiterbauen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen großen, ein großes Quadrat oder sowas aushebe. Schauen wir mal, wie wir das dann im Endeffekt dann machen werden. Am liebsten werden wir jetzt dann auf der anderen Seite auch nochmal einfach so wie die Breite in die Richtung nochmal. Dann haben wir so ein verkehrte, so ein L oder so irgendwas, so eine Ecke. Geht jetzt genau um 1 nicht aus. Im Prinzip wird es wahrscheinlich eh reichen. Kommst du? So. Und jetzt können auch Endermen spawnen und die sterben uns jetzt hier nicht weg. So wie bei der anderen Mob, bei einem Skyblocks mit diesen, wie heißen die schon wieder, Bungee-Sticks. Da sterben ja uns immer die, also da kriegen die Endermen Schaden und dadurch verschwinden sie. Das sollte hier ja eigentlich nicht passieren. So, jetzt machen wir hier finster. Hier kommt dann auch noch so ein kleiner Gang nach hinten, dass wir dann im Notfall später dann die Beleuchtung wieder aktivieren können. Da müssen wir auch noch was bauen, damit wir dann mit einem einfachen Hebel die Beleuchtung in der ganzen Mobfarm anschalten können. So, das Glas hätten wir fertig. Jetzt brauchen wir nur noch, ich glaube so war das. Genau. Schauen wir mal, wie viel wir rausbekommen. 10 Stück. So wie eigentlich ausgerechnet. So, einen Vorhang hätten wir. Na, den nehmen wir noch mit, weil vielleicht brauchen wir unten dabei einen. Da müssen wir auch noch schauen, damit nichts spawnt da drinnen. Zumindest so. Das will ich, das brauche ich nicht. So. Weil der Vorteil ist eben von dem Glas, ich müsste was essen, dass wir durchschauen können, aber kein Licht durchkommt. So können die Monster hier ruhig spawnen und wir haben hier aber hinter den Fackeln schön hell. So, wie viel haben wir denn? 10. Dann machen wir da mal genau unter da. So. Dann haben wir mal hier. Ja,
Ja, wir werden es mal so lassen. Habe ich noch... Nein, muss man noch schnell holen. Weil dann sollte die Mobfarm schon eigentlich Items ausspucken. Ich bin jetzt gekommen, um Cleanstone zu holen. So. Eigentlich habe ich ja immer gehabt, dass alles, was unter der Erde ist, aus Limestone ist. Aber da habe ich mal gedacht, so eine Mobfarm schaut schon besser aus, wenn das aus Stein ist und nicht so aus gelb-grünlichen Stein. Und deswegen ist das hier aus Stein. So, jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass von unten Licht kommt. Und das könnte man eigentlich dabei zubauen. Jetzt haben wir halt da noch das Problem. Ist das überhaupt das? Sollte schon, ne? Dunkelglas, ja. Warum ist denn da drin noch so hell? Leuchtet da echt so viel durch? Irgendwas leuchtet hier, wie ein Christbaum. F7, sehen wir da durch. Okay, alles ist schon mal rot. Das ist schon mal gut. Naja. So, hier ist alles angeschlossen, den schalten wir ein. Der hat genug Energie, der Grinder braucht ja nicht zu viel, Gott sei Dank. Und dann schauen wir mal, ob da was bei rauskommt. Wir könnten in der Zwischenzeit noch ein paar Endermaschinen bauen. Zumindest eine, die was recht interessant wäre. Und zwar wäre das da die Farbmischung. Obwohl, habe ich nicht. Haben wir. Achso, jetzt können wir Diamanten abbauen. Oh, schnell runter zu dir. Ah, Diamant. Ein Diamant. Okay, aber wir haben jetzt einen Diamanten. Das ist jetzt schon mal was. Wir haben ein Achievement bekommen und... Oh. Au. So. Oh, da war Hexenversammlung. War schön. Schön, dass euch so gut gefällt auf meinem Haus. Muss ich schon sagen. Ich finde es auch toll. Und ich lasse immer alle Türen offen. Das ist einmal prinzipiell so. Dass alle Türen offen sind. So, jetzt hoffen wir, dass dann da drinnen genug spawnt, dass wir dann unsere Enderperlen bekommen und wir dann... So, jetzt haben wir ein Tier. Schöne Itemleitungen mal herstellen können. So, auf jeden Fall brauchen wir den als nächstes. Aber was wir jetzt noch machen können, das wollte ich eigentlich machen, ist das hier. Das können wir eigentlich machen, ne? Glowstone, Redstone, Gold. Perfekt. Gold... Redstone und Glowstone. Ich muss da mal unbedingt mal aufräumen. So, machst mal da bitte mal die Legierung. Reicht's? Warte mal, ich mache jetzt. Ich brauche eh nur zwei. Genau. Einer weniger gereicht. Gut, dann brauchen wir noch. Wo sind sie schon wieder? Das ist immer, wenn man da reingeht, dann findet man nichts. Brauchen wir Golden Nuggets, Kupfer. Und Redstone. Hammer, Kupfer da. Nein, Kupfer. Da haben auch noch Erze. Die hier nicht reingehören. Nehmen wir das wieder aus. Kann das dabei verarbeiten. So, nehmen wir da Kupfer mit. Gold haben wir noch drüben, das reicht. Ja, da ist auch noch Kupfer. Jetzt haben wir schon langsam genug Rohstoffe. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir stromtechnisch auf die Reihe bekommen. Aber das... Sollten wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall auch schon erledigt haben. Oh mein Gott, Golden Nuggets. Ich habe immer Angst, dass mich von hinten was angreift. Gut. So, das war mal Schritt 1. Jetzt brauchen wir nur noch Kohle. Die jetzt alle da drüben sind. Ich hätte das vielleicht doch alles ein bisschen näher zusammenbauen sollen. Das kommt auch da rein. So, gib mir da mal. So viel Kohle brauchst du eh nicht. Kann der da mal zwei Kohle verarbeiten. Und dann hätten wir es eh schon. Da brauchen wir noch eins. Boah, genau. Ah, genau das meine ich. Und dann komme ich nicht aus mit der Schaufel. Ja. Ist cool zu sehen, mit der Schaufel geht die Seele des Zombies
Nein, nicht. Komm zurück. Sei mein Freund. Okay. Will doch nicht mein Freund sein. So, da haben wir den Kohlestaub. Und wir haben eindeutig keinen Platz. Mag noch was kommen zu Besuch? Huh? Okay. Sollten hier mal Glas und so weiter einziehen. Wäre vielleicht von Vorteil. Dann bekommen wir nicht immer Besuch von anderen. So, jetzt haben wir das super Zombie-Gehirn aufkommen. Und ich schmeiße schon wieder alles irgendwo hinein. Und dann rege ich mich auf, warum es bei mir so ausschaut. So ist genau verkehrt herum baut. Gut, sehr gut. Die kommt auf jeden Fall. Einer kommt auf jeden Fall mal da rein. Bam. Und der hat schon mal mehr Output. Und einer kommt. Das brauche ich eigentlich mehr. Zack. So, jetzt hat's erstens kannst du mehr Energie speichern. Und zweitens arbeitet es jetzt auch deutlich schneller. Gut, das heißt, bis zum nächsten Mal hoffe ich, dass unsere Mob-Farm schon ergiebiges Material abgegeben hat. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao.